Ja, von meiner Seite auch hallo. Ja, ich glaube, man muss eigentlich nicht viel sagen. Jeder hat das Spiel gesehen. Ich bin maßlos enttäuscht von der Mannschaft, vom Auftreten. Christians Truppe hat uns heute alles vorgemacht, von vorne bis hinten. Die Jungs fahren 2,5 Stunden mit dem Bus, mit den Temperaturen und brennen hier ein Feuerwerk ab. Fußballerisch war natürlich, wie er schon gesagt hat, wahrscheinlich Not gegen Elend. Aber kämpferisch bin ich total enttäuscht von den Jungs, auch von der Einstellung. Ja, man muss dann auch wohl dann irgendwann mal sagen, wenn man dann so auftritt, ob man dann wirklich verdient hat, in der Liga zu bleiben, muss man dann wirklich mal resümieren. Ja, zum Spiel kann ich euch nur sagen, wenn wir die erste Chance von Marco Michels vielleicht machen, dann weiß man nicht, wie das Spiel sich dann dreht oder wie es ausgeht. Aber ja, ich denke ohne Zweifel, völlig verdienter Sieg für Dudenhofen. Ja, alles Gute euch auch weiterhin. Wir müssen uns jetzt mal schütteln, müssen uns mal sammeln und dann ja, müssen wir einfach hart weiterarbeiten. Ne? Rechnerisch ist immer noch alles möglich. Ja, auftreten wie heute absolut verboten. Wie gesagt, bin maßlos enttäuscht, habe den Jungs eben auch dazu mitgeteilt. Erwarte einfach jetzt eine Reaktion, weil so macht das für keinen Spaß. Wir haben auch eine verdammte Pflicht dem Verein gegenüber, den Sponsoren gegenüber. Und so ein Auftreten kann ich überhaupt nicht tolerieren. Danke.